Liebe Golffreunde, Ihr Golfpro George hier. Unsere heutigen Stunden hat zu tun mit unseren Anfängen. Es ist ganz, ganz schwer, am Anfang locker zu bleiben. Und unsere Schwierigkeiten ist diese verkrampft. Was hat mir als Anfänger geholfen, war eine der ersten Stunden mit einem Pro. Der Pro hat gesagt, langsam, langsam geht den Ball weiter. Und so habe ich angefangen, Slow Motion zu schwingen. Ich habe gedacht, Slow Motion. Ja? So hatte ich die Möglichkeit, meine Schlägekopf zu spüren und viel über die Technik des Schwungs schnell zu lernen. Ja? Was machen wir? Wir schlagen ein paar Bälle mit Slow Motion. Und sehr, sehr wichtig, halten wir die Endposition. Stehen bleiben, mindestens bis zum 3. Wir schwingen locker. 1, 2, 3. Locker halten. Schwingen locker. 1, 2, 3. Am Anfang benutzen wir ein Tee. Stellen wir den Ball auf den Tee. Nehmen wir ein paar Schwung, sehr, sehr locker. Kommen wir zu dem Ball. Schwingen, sehr locker. Langweilig. Wir schwingen langweilig. 1, 2. Dann stehen bleiben. Oder unser Clubmanager hat gesagt, 21, 22. Noch Langeweile. Oder Sam Snead. Oder mein Freund Dieter Huber. So, ich versuche während dem Schwung gleiche Geschwindigkeit beim Ruck und Durchschwung. Was ist sehr wichtig, ist die Ende des Schwungs. Jedes Mal, ich schwinge, ich habe meine Hüfte zum Ziel. Mein Gewicht befindet sich auf der linken Seite. Sehr wichtig sind die Hüfte. Ich lasse meine Schläge, habe ich meine Hände so, mit Zentrum unserer linken Bein. Wir gehen zu der linken Seite für eine Rechtshänder und ich drehe über diese linke Bein. Meine rechte Fußbein ist nur auf Spitze. Mein Gewicht ist außer von meinem linken Bein. Und da stehen. Manchmal, ich vorstelle, dass wir haben den Schläger die andere Seite. Wir haben den Schläger der anderen Seite und wir schwingen nur in den Luft. Und hören wir den Luft. Wir hören den Luft nicht so schnell. Locker. 1, 2. 21, 22. Stehen bleiben. 1, 2, 3. So, als Anfänger, um den Schwung zu lernen, schlagen wir ein paar Bälle mit Tee, 5 Bälle beispielsweise mit Tee, locker bleiben und locker schwingen wir Slow Motion. Und dann noch 5 Bälle ohne Tee. Machen wir nicht eine große Rückschwung. Manchmal, ich vorstelle, dass wir schlagen ein paar Bälle und halten wie den Schlägekopf tief. Ich habe eine 8-Eisen. Versuche ich meine 8-Eisen nicht weiter als 30 Meter zu schlagen. So brauche ich nicht meine volle Rückschwung. Klein Rückschwung, dann locker zurück. Stehen bleiben. 1, 2, 3. Also locker bleiben. Und guten Tempo, Gleichgeschwindigkeit beim Ruck und Durchschwung. 1, 2. Stehen bleiben. 1, 2, 3. Ich habe meine beste Golf gespielt als Anfänger. Und das will ich zu euch mitteilen. Das war's, meine Damen und Herren. Bleiben wir hier, bleiben wir dabei. Und auf jeden Fall, wir sind hier, euch zu unterstützen. Viel Spaß!